Herzlich willkommen zum heutigen Web-Talk. Wir möchten uns zwei Tools angucken, nämlich zum einen Loopy, das Kreislauf-Tool, und zum anderen den Emoji-Simulator. Beides sind Tools, die ich ziemlich klasse finde, weil es, so kann man sie am besten charakterisieren, Denkwerkzeuge im eigentlich besten Sinne sind. Und das deshalb, weil sie technisch tatsächlich gar nicht kompliziert sind. Ich hatte sogar überlegt, ob sich das lohnt, die in so einen Web-Talk reinzubringen, weil es nicht kompliziert ist, die einmal kurz zu zeigen. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, weil sie eben so vielfältig nutzbar sind und eben in ihrer Funktion als Denkwerkzeuge tatsächlich Lernen unwahrscheinlich unterstützen können. Und der Fokus von Ihnen liegt auf dem vernetzten Denken. Also was man mit dem Emoji-Simulator und auch mit dem Kreislauf-Tool machen kann, ist zu erkunden, wie eine Sache mit einer anderen Sache zusammenhängt. Und wir nutzen da die Möglichkeiten im virtuellen Raum, um sowas auch tatsächlich als einen Prozess darzustellen, zu simulieren, zu animieren und eben so dann auch anderen zu präsentieren. Und besonders spannend, das werden wir uns angucken, ist es natürlich, wenn Lernende selbst solche Simulationen erstellen können. Ja, wir schauen uns das Schritt für Schritt an und ich gebe dazu am besten direkt meinen Bildschirm frei. So. Das ist die heutige Präsentation. Ihr findet die auch unter dem Link kurzelinks.de webtalk-vernetzt, weil wie dargestellt geht es ja vor allen Dingen um vernetztes oder auch systemisches Denken. Wenn ihr zum heutigen Web-Talk so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen sucht oder wo hat die Nele das jetzt her, dann ist das Stichwort Explorables, das richtige Suchwort, was man so eingeben kann in eine Suchmaschine seiner Wahl, ist die Abkürzung für Explorable Explanations. Man sieht also schon, dass es vor allen Dingen eine englischsprachige Community ist, die sich darum kümmert. Die Tools sind aber aufs Deutsche übersetzt, die ich euch dann nachher zeigen werde. Und Explorable Explanations kann man vielleicht im Deutschen am besten so sich dem nähern, dass es um ein Verstehen durch Erkunden geht. Warum ist das Ganze cool? Ich glaube, das ist schon durch dieses Verstehen durch Erkunden, also durch dieses Erkunden deutlich. Es ist eben nicht so, dass man einfach nur einen Text kriegt, den man konsumiert oder ein Video, was man sich anguckt, sondern es geht tatsächlich um ein aktives und selbstgesteuertes Lernen. Und es ist eben noch mehr, als wir oft bei Tools haben, wenn in irgendeiner Form eine Interaktion eingebaut ist. Also zum Beispiel bei H5P kennen wir das oft, dass ich da eine Frage gestellt kriege und dann kommt eben richtig oder falsch raus. Die Besonderheit bei den interaktiven Simulationen ist diese, dass es eigentlich gar nicht ein richtig oder ein falsch gibt, sondern das Ziel ist gerade, der Lernprozess ist das Erkunden von diesen Sachen. So einsetzbar sind sie unwahrscheinlich vielfältig. Man denkt schon so Prozesse, das ist vielleicht eher sowas naturwissenschaftlich-technischer Bereich, aber es gibt ganz genauso Lehrerinnen und Lehrer, die diese Tools nutzen, um zum Beispiel verschiedene Dinge, die ablaufen in einem literarischen Werk, auf so eine Art und Weise deutlich zu machen. Oder auch im Kontext von der Bildung für nachhaltige Entwicklung, wenn man um verschiedene Kreisläufe sich anschaut oder guckt, wie entstehen bestimmte Dinge oder entstehen eben dann auch nicht, kann man diese Tools wunderbar nutzen. So, und die Besonderheit habe ich eingangs schon erwähnt, es ist sehr, sehr einfach zu nutzen und sie sind dann gleichzeitig auch, da kommt die OER-Perspektive dazu, sehr, sehr einfach teilbar. Bevor wir dahin kommen, dass man solche Sachen natürlich auch selber machen kann und dass das gerade das Spannende ist, möchte ich nicht versäumen, zuerst euch darauf hinzuweisen, dass es natürlich auch sehr, sehr viele fertige Explorables gibt. Und hier auch wenn sie Explorables heißen, auch hier ist es so, dass die meistens als OER veröffentlicht sind. Und wenn die wirklich gut sind, dann ist es so, dass es da mittlerweile eine sehr aufgebaute Community gibt, die sich dann auch um eine Übersetzung kümmert. Und von daher ist es zunächst mal so, dass es in diesem ganzen Kontext Explorables sehr, sehr viele gute, sehr gute Bildungsinhalte gibt, die einfach so zum Lehren und Lernen genutzt werden können, wenn man Schülerinnen und Schülern, wenn man anderen Lernenden was weitergeben will oder auch wenn man sich selbst in irgendeiner Form ein Thema erschließen will. Beispielhaft gucke ich mir jetzt, öffne ich hier mal dieses Zukunftsszenarien von Covid-19, weil das natürlich jetzt gerade aktuell ist. Wenn man sich da einarbeiten will und gucken will, wie funktioniert denn das und wie könnte das denn jetzt weitergehen mit Corona, dann ist das Besondere
an so einer interaktiven Simulation, dass man sozusagen zwischen dem Text, wo das erklärt wird, in irgendeiner Form was hat, wo man anfangen kann zu erkunden und zu spielen. Also hier jetzt zum Beispiel so eine Kurve mit exponentiellem Wachstum, die man sich angucken kann und die man dann sieht, wie sie sich entwickelt. Aber man kann das eben nicht nur einmal durchspielen lassen, sondern man kann genauso auch sagen, ich gucke mal und setze sozusagen die Parameter anders. Also wenn die Ansteckung jetzt schneller ist oder langsamer ist, wie würde sich denn dann die Kurve verändern? Und so ist dieser gesamte Text quasi durchgearbeitet und immer wieder sind solche kleinen Simulationen eingefügt, mit denen eben dann überhaupt ein tieferes Verständnis, in diesem Fall jetzt, wie entwickelt sich so ein Virus und wie verbreitet er sich und was heißt es dann für gesellschaftliche Folgeprozesse. Also das als ein erster Punkt. Wenn wir über Explorables reden, man kann die nicht nur selbst machen, sondern man findet auch sehr, sehr gute OER, die man weiter nutzen kann. Drei Möglichkeiten habe ich euch direkt verlinkt und wer mehr sucht, findet ziemlich viel auf der Website explorable.es, also quasi dann als Link geschrieben. Wir möchten uns zwei Tools jetzt angucken, mit denen man das machen kann. Wer auf die Seite explorable.es geht, wird sehen, dass es auch noch komplexere Tools gibt, mit denen man sowas erstellen kann. Ich habe jetzt das Kreislauf-Tool zum einen ausgesucht und den Emoji-Simulator zum anderen, weil das tatsächlich Tools sind, die Schülerinnen und Schüler, das Kreislauf-Tool würde ich sagen, schon ab Ende der Grundschulzeit, Emoji-Simulator dann vielleicht ein bisschen später nutzen können. Die sonstigen Tools, die es noch gibt, also zum Beispiel den Idyll-Editor, der dann da drauf ist, habe ich jetzt heute für den Web-Talk nicht vorgestellt, weil das dann eher Tools sind, die ich einordnen würde zum professionellen Erstellen von Bildungsmaterialien. Aber wer da Interesse dran hat, findet da auf jeden Fall noch andere Tools, die man sich angucken kann. Ja, das Kreislauf-Tool, was ist das also? Wie der Name schon sagt, geht es natürlich darum, in irgendeiner Form einen Kreislauf aufzuzeichnen und zu überlegen, wenn jetzt ein bestimmter Wert stärker wird oder mehr wird, was für Auswirkungen hat es dann auf andere Werte? Und bevor wir sowas selbst ausprobieren oder selbst aufzeichnen, habe ich einfach mal drei Beispiele relativ simpel aufgezeichnet, damit man selber einordnen kann, was ist denn damit gemeint. Und das erste ist jetzt passend zum Thema hier. Wie ist es denn mit offenen Webtools zu lehren und zu lernen, sowohl auf einer individuellen Ebene als auch im Kollegium? Und was das Kreislauf-Tool jetzt kann, ist, dass ich zum Beispiel diesen mittleren Parameter aktive Nutzung nach oben setzen kann. Also ich kann sagen, super, offene Webtools werden aktiv genutzt. Und ich sehe, was passiert. Super, auf der individuellen Ebene nimmt das eigene Lernen zu. Im Kollegium gibt es immer mehr konkrete Beispiele und Unsicherheit und Widerstand ist sozusagen gar nicht mehr vorhanden und es läuft. Genauso könnte ich das auch gegenteilig starten, dass ich sage, die aktive Nutzung wird einfach gar nicht gemacht und dann läuft natürlich der gegenteilige Prozess ab. Also Widerstand wird mehr, Unsicherheit wird mehr und es kommt nicht zu eigenem Lernen und es werden auch keine konkreten Beispiele entwickelt. Also daran sieht man, eine noch ganz simple Möglichkeit, was man mit dem Kreislauf-Tool machen kann. Einfach um die Vielfältigkeit darzustellen, kommt jetzt hier ein zweites Beispiel. Das ist dann eher so aus Lebensrealität von Schülerinnen und Schülern. Wenn ich mir vorstelle, wir machen Aktivitäten, dass der Schulweg sicherer wird, was passiert denn dann? Dann kommt es dazu, dass, weil es sicher ist, sagen vielleicht mehr Schülerinnen und Schüler, super, ich kann Fahrrad fahren. Dadurch werden weniger Schülerinnen und Schüler mit dem Auto gebracht und der Schulweg wird in der Perspektive immer sicherer und sicherer und sicherer. Genauso kann ich auch die gegenteilige Sache wieder machen. Sicherer Schulweg, nee, ich mache den weniger sicher. Dann trauen sich weniger mit dem Fahrrad zu fahren, mehr fahren mit dem Auto. Und dadurch, dass das Autofahren immer weiter zunimmt, wird auch der Schulweg immer weniger sicher und weniger und sicher und weniger sicher. Also das ein zweites Beispiel, wie man so eine Simulation aufzeichnen könnte. Und schließlich noch, weil es so nett ist, ist nicht meine eigene, sondern habe ich gefunden, das Käseparadox, ne? Wenn wir mehr Käse haben, dann hat der Käse auch mehr Löcher.
Aber bei mehr Löchern gibt es dann natürlich auch weniger Käse. Da sind wir jetzt nicht mehr so, dass wir einen Prozess anstoßen, der dann sozusagen entweder positiv oder negativ abläuft, sondern es ist tatsächlich ein Kreislauf. Also wir bleiben hier in der Waage, um das Käseparadox darzustellen. Ich glaube, damit ist das Prinzip ungefähr verstanden. Und das Spannende ist jetzt natürlich, schön, wenn man sich das so anguckt, ist vielleicht auch ganz nett, aber ob ich jetzt sagen würde, das ist tatsächlich das, wo ich jetzt viel Zeit rein investieren will, würde ich auch sagen, sowas kann man vielleicht auch anders präsentieren oder darstellen. Also allein, um sowas in so eine Präsentation reinzupacken, ist das Kreislauftool nicht spannend oder nicht sehr spannend. Wo es aber dann spannend ist, wenn Lernende selber sagen, ich überlege, wie hängt denn irgendwas mit was anderem zusammen? Und die URL, den Link, den ihr aber dazu braucht, ist ganz einfach. Das Tool heißt Kreislauftool und der Link heißt auch kreislauftool.de. Und dann kommt ihr auf so eine Seite. Und wenn ich jetzt gesagt habe, es ist tatsächlich ganz, ganz einfach, wie das funktioniert, das sagt man ja oft so zu Tools und nachher denkt man dann doch, Gott, was ist das kompliziert. Aber an dieser Stelle stimmt es wirklich oder ihr widersprecht dann einfach nachher. Also wir haben ein Beispiel hier vorgemalt, das könnte ich einfach mal ausprobieren. Also es ist ähnlich wie das Käseparadox, ne? Wenn es mehr Kaninchen gibt, gibt es mehr Füchse, wenn es aber mehr Füchse gibt, gibt es wiederum weniger Kaninchen, weil die gefressen werden. Und so haben wir hier den Kreislauf da. So, das ist jetzt nicht das Beispiel, was ich machen möchte, sondern ich möchte ein eigenes Beispiel haben. Steht schon da, dein eigenes Modell neu beginnen, radiere dieses Beispiel weg. Und mit was ich jetzt arbeite, ist diese Leiste hier in der linken Seite. Sieht man, ich habe einen Stift, ich habe ein Textding, ich kann was verschieben und ich habe eben den Radiergummi. Und das ist an sich schon alles, was ich brauche. Ich starte mit dem Radiergummi, mache diese Sachen weg und beginne dann, mir ein neues Modell aufzuzeichnen. So, und das ist jetzt so, dass dieses System erkennt, wenn ich sozusagen mit eine Kreisform so ungefähr mache und ich mache jetzt lebenspraktisches Beispiel, was ich gerade auch erlebe, Kirschen essen, die sind bei uns reif. Wenn Kirschen gegessen werden, also man sieht, ich muss keine schönen Kreise zeichnen, sondern kann einfach so ungefähr einen Kreis andeuten, kann ich sagen, kommt es auf der anderen Seite zu Bauchschmerzen und die Verbindung ist diese, je mehr Kirschen ich esse, desto mehr Bauchschmerzen können am Ende dabei rauskommen. Also bin ich bei einer positiven Beziehung, das ist hier auch richtig eingestellt, je mehr, desto mehr oder eben je weniger, desto weniger. Genauso ist es, kann ich dann weitermachen mit den Bauchschmerzen, die Verbindung zu den Kirschen. Da ist die Verbindung jetzt eine andere. Nämlich sage ich, je mehr Bauchschmerzen ich habe, desto weniger werde ich Kirschen essen, weil mir dann irgendwann der Appetit verloren geht. Kann ich also hier oben eine Mehr-Weniger-Sache einstellen und hätte dann ein erstes eigenes, simples Modell gemalt. Ich kann das jetzt ganz leicht gestalten. Also wenn ich hier draufklicke, kann ich dem Ganzen zum Beispiel andere Farben geben. Bei Kirsche passt jetzt eigentlich Rot, Bauchschmerzen kann ich vielleicht in Hellblau setzen. So, da kann ich also mit rumspielen. Und ich kann hier auch festlegen, wie die Menge zu Beginn sein soll. Also ob ich sage, am Anfang sind schon ganz viele Kirschen da oder eben noch gar nicht. Ich kann auch zusätzlichen Text unterbringen. Also könnte ich hier drüber schreiben, also klicke ich einfach nur einmal drauf mit dem Textfeld und kann dann sagen, Kirschen essen zum Beispiel. Und ich kann dieses dann auch mit dem Handzeichen irgendwo dahin verschieben, wo ich das sozusagen haben will. Das ist jetzt noch ganz einfach, habe ich gesagt. Wenn ich das komplexer haben will, kann ich natürlich jede Menge weitere Kreise hier reinzeichnen. Also könnte ich sagen, Kirschen essen, wenn ich aber Kirschen esse, ist es so, dass ja dann auch, klicke ich das untere hier nochmal an, dass ich sehr gute Laune kriege zum Beispiel. Und wenn ich gute Laune kriege, kriege ich auch wieder weniger Bauchschmerzen. Also je mehr gute Laune, desto weniger Bauchschmerzen. Und bei je mehr Kirschen ich esse, desto mehr gute Laune. So, jetzt werde schon alles ein bisschen komplexer. Und wenn ich das dann jetzt spielen lassen will, kann ich einfach so starten, dass ich das sozusagen loslaufen lasse und eben gucken kann, was passiert. Und das Schöne daran ist jetzt, dass das
ja nicht irgendwie statisch und fertig und jetzt ist es ganz schwierig, das irgendwie anders zu machen, sondern sobald, dass ich das anders haben möchte, dass ich denke, da fehlt vielleicht noch was, da will ich was ergänzen, kann ich einfach wieder stoppen, kann hier hinten meine Leiste nehmen, kann was wegradieren, kann was dazusetzen oder kann eben auch mit dem Stiftzeichen noch weitere Sachen da dazuschreiben als zum Beispiel eine Erläuterung. So, das ist also erstmal dieser Schritt, wie erstelle ich solche Sachen innerhalb von der Präsentation, also wie erstelle ich sowas, um das dann einfach für mich zu haben und für mich erkunden zu wollen. Der nächste Schritt ist ja dann, das haben wir auch gesehen, dass ich so einen Teil ja in die Präsentation eingesetzt hatte. Und das ist dann jetzt das wirklich Schöne, also ich finde das schon alles schön, aber das ist dann das, wo ein ganz großes Potenzial einfach auch für Kollaboration und für Präsentation und für Teilen drinnen liegt, ist, dass ich hier an der Seite die Links habe, entweder mir einen Link anzeigen zu lassen oder einen Einbettungscode anzuzeigen. So ein Einbettungscode ist wahrscheinlich was viele so ein bisschen kennen. Wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video habe und das will ich auf meine Webseite einbetten, dann kriege ich auch so einen kleinen Frame-Code, wo dann eben das drinnen ist und dann kann das spielen. Also das wäre schon alles, was ich machen würde, müsste das kopieren und könnte das dann zum Beispiel ich habe jetzt für meine Präsentation Cody MD genutzt, aber ich könnte es auch irgendwo anders hinpacken, wo eben die Webseite HTML lesen kann. Wenn ich das direkt hier auf dieser Seite teilen will, gibt es die Möglichkeit, den Link anzuzeigen. Und sobald ich hier einmal draufgeklickt habe, ist es so, dass alle Inhalte, die ich jetzt hier auf dieser Malfläche draufgeschrieben habe, in diesem Datenlink hier oben drin sind. Also wer da genau hinguckt, sieht da, dass da Kirsche essen, Bauchschmerzen, gute Laune, dass das sozusagen auch drinnen steht. Also dass das quasi da drinnen versteckt ist. Praktisch heißt es also, wenn Schüler A das Modell gestaltet, wie er das Kirschenessen empfindet, dann kopiert er danach einfach nur diesen Link. Und in diesem Link steckt das gesamte Modell, was er entwickelt hat, drinnen und kann dann sozusagen weiter geteilt werden erstmal. Und das Spannende ist dann, dass dann Schüler B kommen könnte und sagen könnte, ich finde hier, dass hier noch fehlt, Kirschkern weitspucken, wird viel besser, je mehr Kirschen ich esse. Und ergänzt dann sozusagen einfach, produziert einen neuen Link und kann den dazusetzen. Also es ist wunderbar möglich, mit dem Kreislauftool Modelle zu starten, zu zeigen und dann auch an diesen Modellen weiterzuarbeiten. So, das war also das erste Tool, was ich zeigen wollte. Den Loopy heißt das auch im Englischen oder eben ins Deutsche übersetzt, das Kreislauftool. Und vom Einsatz oder zur Verwendung habe ich vorher schon gesagt, man kann das total vielfältig machen. Ich hatte ja auch die Beispiele gezeigt aus der Lebensrealität. Wie ist es mit dem Schulweg? Aus Natur und Umwelt. Wie entwickeln sich irgendwelche ökologischen Kreisläufe? Wie entwickelt sich bestimmte Gefühle in einem literarischen Werk? Also vom Einsatzbereich her ist es tatsächlich völlig offen, wie stark ich das, also wo ich das anwende oder wo ich das zum Thema mache. Und man kann es so machen, dass man entweder präsentiert oder eben auch die Aufgabe gibt, schau dir das einfach mal an und guck mal selber, was zu entwickeln. So, erste Möglichkeit, Kreislauftool. Was fast gleich funktioniert und von der Aufmachung her ähnlich ist, aber eben ein bisschen komplexer und damit auch vielfältiger in den Möglichkeiten, ist der sogenannte Emoji-Simulator. So, in Emoji-Simulator steckt schon ganz viel drin. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, was damit gemeint ist. Und auch hier ist der Link nicht schwierig zu merken. Man geht einfach auf emojisimulator.de. Und dann kommt man auf so eine Seite. Die kann ich direkt schon mal starten. Dann sieht man nämlich direkt ein erstes Beispiel, was wir hier sozusagen haben, was man sich angucken kann, was, wie das Ganze abläuft oder was man da machen kann. Wir sehen jetzt, dass der Prozess erstmal selber losstartet. Also in irgendeiner Form wurde hier was programmiert und das, was programmiert wurde, läuft dann hier jetzt als eine Simulation ab. Und das ist eben spannend zu erkunden, weil das oft über so ein ganz einfaches Denkvermögen rausgeht, dass es eben nicht ist, okay, es ist der eine Faktor und der führt dann zu diesem und dann passiert das. Sondern ganz oft muss es ja so sein, dass verschiedene Faktoren zusammenkommen und erst wenn die zufallsmäßig aufeinandertreffen, dass dann plötzlich was ganz anderes passiert.
Und was wir hier als ein Beispiel sehen, ist eben, dass wir die Situation haben, wie entstehen Waldbrände. Wir haben also die Situation, dass wir leere Felder haben. Auf diesen leeren Feldern wachsen Bäume. Und zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit kann es passieren, dass ein Blitz in den Baum einschlägt. Und wenn Bäume drumherum stehen, kann das sein, dass auch diese Bäume dann Feuer fangen. Und daher kommt es, dass immer plötzlich solche bestimmten Feuerbrände richtig gehend durch diese Wälder wüten, aber dann eben auch neue Bäume wieder anfangen zu wachsen. Und wie ich hier vorgehen kann, das können wir uns hier an der Seite angucken. Das ist auch kurz erklärt hier oben, wenn man Schülerinnen und Schüler auf diese Seite steckt, dass die auch direkt dann da was damit anfangen können. Dass wir hier unten die Möglichkeit haben, Emojis reinzusetzen und für diese Emojis bestimmte Regeln festzulegen. Also wir haben es jetzt gehört, gerade eben habe ich schon kurz erklärt, dass wir eben hier festgelegt haben, mit welcher Wahrscheinlichkeit wachsen Bäume, wie ist es, dass Bäume, was passiert, wenn Blitzeinschlag ist, also zu so und so einer Wahrscheinlichkeit verwandelt sich das in Feuer und eben, wenn nochmal ein benachbartes Feld so da ist, kommt eben nochmal Feuer. Und ich kann hier unten dann auch festlegen, wie soll denn meine Spielwelt aussehen. So, mit so einem Modell ist es genau gleich wie beim Kreislauftool, dass ich ja erstmal hier direkt anfangen kann zu spielen. Also ich könnte sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass auf dem leeren Feld ein Baum wächst, soll jetzt nicht nur 0,3% betragen, sondern soll 5% betragen. Und dann trage ich das ein und dann gucke ich, wie sich die Simulation dann verändert. Genauso könnte ich aber sagen, ich möchte jetzt gar nicht über Waldbrände sprechen, also die Emojis Baum und Feuer verwenden, sondern ich möchte gerne diese ganzen Sachen hier wegpacken, die brauche ich überhaupt gar nicht, sondern möchte eine neue Welt quasi erschaffen und meine Welt wäre jetzt zum Beispiel Katzen und Mäuse. So, wenn ich eine Welt haben möchte von Katzen und Mäusen, dann brauche ich natürlich als Emoji, das ist jetzt natürlich Glück, die Katze ist schon direkt da, da wird immer zufallsmäßig was angezeigt, brauche ich zunächst eine Katze. Und als weiteres Emoji möchte ich jetzt keine Blume, sondern möchte jetzt als weiteres Emoji eine Maus haben. Die Maus hole ich mir aus der Emojipedia, die ist da auch mit verlinkt. Könnte ich also Maus hier eingeben und mir hier eine Maus raussuchen und die kopieren. Dann gehe ich wieder zurück zu meinem Emoji-Simulator und packe hier als anderes Element die Maus rein und benenne die auch als Maus. So, und jetzt baue ich Schritt für Schritt diese Simulation auf. Das ist jetzt nicht biologisch korrekt, was wir jetzt hier machen, sondern es geht nur darum, das Prinzip darzustellen. Ich starte also damit, dass ich sage, die Katze, was passiert denn damit, wenn die Katze einer bestimmten Anzahl von angrenzenden Feldern ist es hier, glaube ich, das Beste, sage ich also, wenn mindestens wenn mindestens drei benachbarte Felder leer sind, dann hat die Katze keine Maus gefunden. Dann passiert also was? Dann verwandelt sich die Katze in ein leeres Feld. Bei der Maus kann ich dann im Gegensatz sagen, wenn bei den angrenzenden Emojis eine Katze sitzt, also wenn mindestens eine Katze ein benachbartes Emoji ist, dann führt das auch zum leeren Feld bei der Maus, weil die Maus dann von der Katze gefressen wird. Und jetzt müsste ich eigentlich nur noch am Anfang starten, dass ich sage, was passiert mit den leeren Feldern? Wie kommen überhaupt Katzen und Mäuse sozusagen in die Welt? Kann ich also sagen, mit einer 10% Wahrscheinlichkeit soll sich ein leeres Feld in ein Katzenfeld verwandeln. Und nochmal neu, mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit soll sich ein leeres Feld in ein Mausefeld verwandeln. So, und jetzt könnten wir gucken, was passiert, wie sieht es aus, wie läuft der Prozess ab, wie sieht es dann in irgendeiner Form aus, dass es gebaut wird. Und ich kann hier noch weiterspielen, ich kann also sagen, am Anfang soll es mehr Katzen geben oder am Anfang soll es mehr Mäuse geben und ich kann mir angucken, wie entwickelt sich dann jeweils hier
meine Simulation, wie sieht die aus, wie ist die gestaltet. So, sehr einfaches Beispiel, habe das jetzt auch nur nebenher gemacht, müsste man sich also nochmal en Detail angucken, ob hier die Angaben, die ich reingesetzt habe, alle Sinn machen oder ob die stimmen oder ob man das anders machen sollte. Aber wichtig war jetzt nicht so sehr diese Simulation selber, sondern einfach das Prinzip zu verdeutlichen, dass ich hier drin rumklicken kann, die bisherigen Sachen rauslöschen kann und dann einfach angeben kann, kann ich Wahrscheinlichkeiten, kann ich angeben, was passieren soll, wenn ein bestimmtes benachbartes Feld irgendwas hat, dass dann dieses Feld irgendwas macht. Und ich kann mir eben beliebig Symbole wählen, daher auch der Name, als Emojis. Also könnt ihr mir vorstellen, ganz unterschiedliche Simulationen zu ganz unterschiedlichen Themen zu machen. Ja, ganz unten dann noch wichtig, gleiches Prinzip wie beim Kreislauftool. Auch hier können wir das Modell wieder speichern. Alles steckt in dem Link drin. Oder ich habe auch einen Einbettungscode, den ich dann kopieren kann und zum Beispiel in eine Präsentation reinsetzen kann. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, was sind jetzt so Ideen? Was kann ich damit praktisch anfangen? So wie wir es hier gesehen haben, ich kann einfach mit dem Kreislauftool oder auch mit dem Emoji-Simulator was selber erstellen und dann zum Beispiel sowas in eine Präsentation reinsetzen und damit irgendwas sehr schlüssig und gut auf den Punkt bringen. Genauso kann ich das machen. Ich setze mich wirklich hin und nehme mir Zeit als lehrende Person und versuche, ein bestimmtes Thema sehr, sehr gut darzustellen und Lernenden diese Simulation zur Verfügung zu stellen und die können sich da dann durchspielen und eben angucken, was passiert. Und gerade beim Emoji-Simulator bietet sich das dann an, dass man eben auch anfängt, mit den Zahlen, die da angegeben sind, zu spielen. Also was passiert, wenn ich Wahrscheinlichkeiten verändere und dadurch dann bestimmte Schlüsse gezogen werden können. So, dann sehr schön finde ich eben diese Idee, mit einer ganz einfachen Simulation anzufangen, also zum Beispiel diese Simulation, die wir haben mit den Katzen und Mäusen, was passiert, wenn die gefressen werden oder auch nicht und dann eben zu überlegen, welche anderen Komponenten müssten denn da dann irgendwie noch mit rein dazu. Und dann entsteht eben aus so einer Simulation tatsächlich eine Kommunikation und eine Kollaboration, wenn man an einer Stelle startet und das dann beliebig erweitern und remixen kann. Oder eben letzte Idee, einfach zu gucken, was haben wir gerade für eine Idee, was haben wir für ein Konzept, was wir gemeinsam bearbeiten, was wir thematisieren und dann zu sagen, lasst uns doch gemeinsam versuchen, das in eine interaktive Simulation zu packen und durch die Gestaltung dieser Simulation überhaupt zu lernen oder zu verstehen, um was es in diesem Thema dann geht. Ja, abschließend, es bleibt tatsächlich nur, ganz, ganz viel Spaß dabei zu wünschen. Ich hatte mir am Anfang überlegt, was ist denn eigentlich Emoji-Simulator und Kreislauf-Tool so? Auf den ersten Blick sieht es wirklich super simpel aus und oft ist es auch so, dass Menschen so im ersten Bauchgefühl sagen, naja, ist jetzt ja doch ein bisschen zu simpel, aber ich möchte ganz herzlich dazu einladen, das einfach mal zu testen und sich anzugucken und dann vor allen Dingen auch anzufangen, komplexere Sachen damit auszuprobieren und zu verbinden und damit rumzuspielen. Und was man dann als allererstes feststellen wird, ist, dass es total viel Spaß macht, also gerade für Erwachsene dann auch, wenn man nicht nur das Kreislauftool nimmt, sondern auch mit dem Emoji-Simulator ein bisschen rumspielt, macht super viel Spaß und gleichzeitig eben dieses Lernpotenzial drin ist. Also, dass man tatsächlich auch für sich selber ganz oft solche Aha-Effekte hat, dass man sagt, ha, so kann ich das miteinander verbinden und das kommt dann sozusagen dabei raus, so entwickelt sich dieser Prozess. Ja, das waren die heutigen Tools, das Kreislauftool und der Emoji-Simulator. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und ganz viel Spaß beim Ausprobieren.